Als Veranstalter des Hamburger Ramadan-Pavillons freut sich der Islamische Bund e.V., drei große Ziele umgesetzt zu haben dieses Jahr. Einerseits die Dialogarbeit, das Gespräch aufzusuchen mit den nicht-muslimischen Mitbürgern, das Ganze hier in Hamburg dann als große Dialogveranstaltung dann umzusetzen. Als nächstes die Kooperationspartner zu vernetzen, Muslime und Nicht-Muslime. Und zu guter Letzt das Empowerment der Helfer, der Teilnehmer, dass die Menschen, die hier ehrenamtlich mithelfen, auch etwas mitnehmen können in ihrem alltäglichen Leben, dass sie Sachen dazulernen. Es gab bei uns bei dem Bundesprojekt die Idee, dass man eine Säule hat, wo der öffentliche Raum eine Rolle spielt, um Mut zu machen, im öffentlichen Raum sich darzustellen. Zum Beispiel diesen Ramadan-Pavillon aufzubauen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu fragen, was es eigentlich ist. Aber einfach auch, um den Leuten selber die Möglichkeit zu geben, sich darzustellen. Wir hier in Hamburg Mitte treten ein gegen die Angst vor der Veränderung. Wir brechen auf und gestalten die Zukunft. So wie hier auf diesem Ramadan-Pavillon. Wir stoßen das Kleine an, aber das Große auch. Und ich bin optimistisch, dass dieses Event, was wir hier alljährlich feiern, zu einem Volksfest wird und dass sich das in Zukunft auch als eine Plattform von Begegnung, von Verständigung, von Freundschaft und Dialog etablieren wird. Das, woran wir aus meiner Sicht wirklich noch mehr arbeiten sollten, dass es einfach noch viel mehr das Wir gibt. Dass wir gar nicht mehr sprechen von Muslime, Nicht-Muslime, sondern dass wir in St. Georg, dass wir in Hamburg. Aber es braucht noch ein bisschen. Es braucht noch ein bisschen Orchestrierung, es braucht noch ein bisschen Organisation. Das ist das, warum ich mich hier engagiere. Und ich sehe wirklich dieses Fest hier als einen ganz tollen Schritt auf diesem Weg. Gerade in diesen hitzigen Zeiten, in denen die Islamophobie in vielen Teilen der Gesellschaft salonfähig geworden ist, bietet der Hamburger Ramadan-Pavillon die optimale Chance, um ins Gespräch zu kommen und gerade jetzt Vorurteile abzubauen. Ich sage immer, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, wer aufhört zu reden, hat verloren. Und deshalb sind Dialogveranstaltungen eigentlich unheimlich wichtig, gerade in einem multikulturellen Viertel wie St. Georg. Das ist eine ganz spezielle, einnehmende und richtig bezaubernde Atmosphäre, die das Herz berührt. Ein Dialog mit den Menschen, verschiedenste wissenschaftliche Zelte, Kultur, Kunst, das alles miteinander zu verbinden und sich damit auseinanderzusetzen, ist wirklich eine richtig tolle Arbeit hier in diesem Stadtteil. Das, was wir heutzutage erleben auf der Welt, ist etwas, was wir gemeinsam stoppen können. Wir sind es, die diese Politiker wählen. Wir sind es, die, wenn wir uns vereinen, sie auch aufhalten können. Aber es scheint, dass jeder von uns einen Ziegelstein nach oben bringt, ohne darüber nachzudenken, was wir da gerade bauen. Manchmal müssen wir diese Ziegelsteine beiseite schieben, uns an die Hand nehmen und gemeinsam für das, was uns als Menschen ausmacht, kämpfen. Und das ist die Lehre, die ich daraus ziehe. Wenn eine Welle der Unmenschlichkeit kommt in der Welt, und diese Menschen sagen, ja, wir sind auch religiös, wir machen das im Namen Gottes. Und dann sagen, es ist kein Segen, es ist ein Fluch. Und wir sollen zusammen jetzt halten und treffen und lernen übereinander. Und einander in der diese Menschlichkeit unterstützen. Es ist unser Gottesdienst heute. Wir als Muslime müssen uns befreien von den Blicken derer, die uns stigmatisieren wollen, in eine bestimmte Ecke rücken wollen. Wir dürfen nicht aus Angst, diskriminiert zu werden, aufhören, darüber zu sprechen, was schiefläuft. Denn nur wenn wir darüber sprechen, können wir diese Probleme auch lösen. Meine Tochter trägt kein Kopftuch, wie man sieht, und wurde auch angegriffen. Und ganz viele andere Frauen erleben dasselbe, völlig unabhängig von ihrer Religion. Es gibt Gruppen, die werden eben mehr zur Zielscheibe und einige, die werden weniger zur Zielscheibe. Aber Fakt ist, dass wir ausnahmslos sagen müssen, wir dulden es bei keiner einzigen Frau. Gewalt gegen eine Frau ist Gewalt gegen alle Frauen. Gewalt gegen eine Mutter ist Gewalt gegen alle Mutter. Gewalt gegen ein Mädchen ist Gewalt gegen alle Mädchen. Also ist sehr wichtig, dass wir stehen zusammen und kämpfen zusammen und sagen Stopp zu dieser Gewalt. Danke.
Wie ist denn dein Eindruck? Wie findest du es hier? Ohne Spaß, ich finde das super. Also die Atmosphäre, es hat was Spirituelles, es hat was Gemeinschaftliches. Man merkt einfach, es ist ein voller Erfolg. Nicht nur vom Wetter, sondern allgemein von der ganzen Stimmung her. Also eine super Erfahrung. Das Schöne ist, dass man hier das Gefühl hat, man ist willkommen. Hier kann einfach jeder herkommen. Und so sollte es ja auch sein. Wir finden es gut, unter Menschen zu sein im Ramadan, anstatt alleine zu Hause zu essen. Es ist auf jeden Fall immer wieder ein tolles Erlebnis. Immer wieder neue Informationen, immer wieder was Neues. Macht also immer Spaß. Das ist gut, weil das international macht diese Beziehung zwischen die arabischen und muslimischen Leute und die deutschen Leute stark. Gefällt mir, dass die Lächeln auf diese ganze Gesicht, obwohl ist das Muslime oder nicht Muslime, das macht mir glücklich. Beim Ramadan-Pavillon finde ich sehr besonders, dass wir hier zusammen in Dialog kommen mit unterschiedlichen Religionen oder unterschiedlichen Leuten, dass sie unsere Religion kennenlernen können, sodass wir unsere Religion auch nach außen tragen können, dass wir zeigen können, dass wir nicht das sind, was oft dargestellt wird, sage ich mal, und dass wir unseren Islam oder den wahren Islam zeigen. Ich finde, es ist eine Möglichkeit, verschiedene Leute auf einem Fleck kennenzulernen und sich mit verschiedenen Sachen wie Religiosität auseinanderzusetzen. Und ich persönlich denke einfach, dass dadurch, dass die muslimischen Vereine das initiiert haben, haben Leute, beispielsweise ich bin Christin und also nicht Muslima, haben die Chance, sich auch einzubringen, egal wo es ist. Zum Grunde wie so ein islamischer Kirchentag. Information, Begegnung, Gespräch, nette Atmosphäre, Gebet, ja, alles zusammen. Sehr schön. Dass die Frauen hier sich so viel Mühe geben und das noch sehr richtig viel kochen für 100 Leute oder so. Wenn man sich die ganzen ehrenamtlichen Helfer dort angesehen hat, die erforderlich waren, um das Ganze so zum Laufen zu kriegen, dann ist das schon eine tolle Leistung gewesen. Insbesondere unter den Bedingungen des Ramadans, ne, weil man sehr früh das Frühstück zu sich nehmen muss und mittlerweile 18 oder 19 Stunden Fastenzeit hat und da energiegeladen so eine Veranstaltung zu betreiben, das ist schon ein Höchstmaß an Leistung, was dort erbracht wurde. Der Tag ging nun zu Ende, ich erhebe meine Hände, oh Allah, ich bitte dich, behüte mich. Für die Zukunft wünsche ich mir, und ich würde als Schura-Vorsitzender dafür plädieren, dass wir das in Angriff nehmen, für die nächsten Jahre ein Konzept oder ein Projekt zu starten, dass jede muslimische Familie einen nicht-muslimischen Nachbarn zum Ramadan mindestens einmal im Jahr einlädt. Der Ramadan-Pavillon ist ein wirklich optimales und super Projekt, damit die Muslime in dieser Gesellschaft richtig verstanden und wahrgenommen werden. Mit unseren Freuden, mit unserem Leid, mit unseren Vorstellungen, mit unserer Gastfreundschaft, mit unseren Werten.